Meine Güte, was ist hier los? Mist, ja, aber okay, wir starten mal mit der 3-4-1-2-Formation rein. Alles keine guten Formationen, die wir hier zu Beginn bekommen haben. Aber dafür Kolb und er geht sogar ins zentral-offensive Mittelfeld. Kann aber eigentlich nur Stürmer spielen. Egal. Nehmen wir erstmal mit. Erster Icon ist am Start, Leute. 3-90er greift. Full Icon Team incoming, ihr wisst es. 11 Icons brauchen wir für einen neuen Rekord. 10 Icons hatte ich schon einige Male. 11 Icons noch nicht. Schreibt die mal gerne mal in die Kommentare, was euer Icon-Rekord ist. Frimpong nehmen wir nicht mit, der hat ein Team of Gear. Kudos nehmen wir mit. Wie viele Icons hattet ihr in einem Draft? Schreibt es unten in die Kommentare oder wie immer, schreibt in die Kommentare, was euer bester Spieler war, den ihr dieses Jahr gezogen habt. Grimaldo. Boah, wir lassen erstmal aus. Wir nehmen mal Dufour mit. Ich bin gespannt, Leute. Lasst gerne ein Like da, ne? Macht die 1 Million Likes voll. Macht die 1 Million Abonnenten voll. Ihr kennt das Ganze doch. Und Glocke aktivieren, dann verpasst ihr nichts mehr. Jeden Tag 13 und 19 Uhr meistens neue Videos, also schaltet gerne ein, zwei Icons sind am Start und bleibt bis zum Schluss dran. Je höher die Watchtime, desto besser werden die Videos angezeigt, desto besser oder desto mehr würdet ihr mich unterstützen. Vielen, vielen Dank. Oje, Irene Guerrero. Nehmen wir mal mit. Okay, zwei Icons bislang. Boah, naja, ist okay. Bislang die anderen Spieler noch nicht ganz so heftig, muss ich sagen. Luke Heber, Future Star, okay. Renard hätte auch mal ins Team of Gear kommen können, aber jawohl, gute Sache, keine Team of Gears bislang, läuft bei uns. Na gut, weiter geht's, come on, full Future Star Team dafür incoming. Oder wo sind die Icons, wo sind die Team of Gears, wo sind die High-Rated Karten? Meine Güte, wir nehmen Barella mit. Okay, wir gehen auf die Stürmerposition. Ich hoffe mal, da wird es ein bisschen besser. Joa, wenigstens zwei Heroes, zwei gute Heroes, sogar Milito und Viali, wir haben noch Katoto, die ist sogar higher rated als die beiden, aber vom Hero ist dann schon ein bisschen nicer. Wir nehmen mal Viali mit. Okay, Torhüter wenigstens ein Icon. Torhüter Icon wäre mal wichtig für die Chemie auch. Natürlich nicht, korrekte Geschichte. Torhüter wieder alle relativ schwach. Wir nehmen mal Hope mit. Wird wahrscheinlich hinterher leichter sein einzubauen. Chemie-technisch linkt auf jeden Fall schon mal Campbell, unseren Innenverteidiger. Bruder, was ist denn hier los? Meine Güte. Also, bislang, na gut, Tomori, 86 Tempo immerhin. Okay, Stürmer, komm wenigstens hier noch ein Icon. Gönn, Bruder, gönn, Digga. Soulskier, was ist hier los, Alter? Sind hier gerade Hero-Tage oder was? Die nächste Icon, Soulskier und Viali, okay. Na gut, der Sturm ist okay, der Rest des Teams, relativ schwach. Relativ schwach, also wir brauchen Icons. Auf der Ersatzbank sieht allerdings gerade nicht daran nach aus. Shaw 86 nehmen wir mal mit. Können wir erstmal hier reinstellen. Wir brauchen Icons, Heroes, Future Stars, was auch immer. Hauptsache mal ein paar Special-Karten. Meine Güte, Nico Williams. Immerhin schnell unterwegs. Kandre, Digga, Kandre war so eine Legende. Der spielt immer noch, ey. Ey, ich glaub's nicht. Immer kranke Freischüsse. Die Garten, immer kranke Freischüsse. Ey, Leute, was sind das hier für Karten, die ich kriege? Es kommt mir gerade vor wie ein Draft. Zu Beginn von FIFA habe ich schon wieder keinen Bock mehr, Draft zu machen, wenn ich so Karten hier kriege. Meine Güte, wie schlecht ist das? Alter, wirklich. Also, ich sag's immer wieder, ne? Man macht doch Drafts, um Karten zu bekommen, die man nicht spielen kann normalerweise. Und dann kriegst du hier nur Karten, die kein Mensch spielen will. Meine Güte, was ist hier los? Messi, ja, warum? Schmeckt. Okay, ich will mich nicht beschweren. Ich will mich nicht beschweren. 96er Future Star. Zinedine Zidane Icon. Kann man mal machen. Okay, damit habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht mehr gerechnet. Aber ihr seht es, man muss einfach das Draft ein bisschen haten. Man muss ein bisschen auf dem Hate-Zug sein. Und dann kommen hier direkt schon mal wieder wenigstens ein paar bessere Spieler. Pass auf, wir packen mal ganz kurz Pope und Tomori raus. Dann sind wir auf einer 90er Bewertung. Sogar chemietechnisch. Ja gut, 21 Chemie, warum wir nicht drüber reden. Aber vielleicht kommen jetzt noch mal ein paar Icons. Ja, ihr wisst es. So ein Zinedine Zidane, der zieht auch andere Icons an. Ich sag's ja. Der zieht auch andere Icons an, wie zum Beispiel einen Ronaldinho. Man darf nie aufgeben, Leute. Ihr wisst es. Man darf keinen Draft abschreiben. Aus dem Nichts kommt ein Zidane, der auf einmal seine ganzen Icon-Kollegen mitbringt. Und dann läuft's hier schon mal direkt allererste Sahne. Na gut, allererste Sahne läuft's noch nicht. Aber ist okay. Ist in Ordnung bislang. Leider nicht eine 91er Bewertung. Aber gut, komm, direkt die nächste Icon hinterher. Wir brauchen Icons, Icons, Icons hintereinander. Puskas und Butra Bueno. Sehr nice. Wo kann der spielen? Er könnte links Mittelfeld spielen. Gut, da haben wir Ronaldinho bringt nichts. Von daher nehmen wir natürlich Puskas mit. Thea haben wir noch. Richarlison und Mertens. Puskas natürlich. Kommt hier rein für Soulscare.
Warte mal, wir haben auch Rolf noch, ne? Der hier gar nichts. Kann der Typ auch woanders spielen wie Ali? Warum können die alle immer nur Mittelstürmer und Stürmer spielen? Ist nervt doch Soski auch wahrscheinlich. Naja, meine Güte, 100.000 Spieler in diesem Spiel, die alle nur Mittelfeld, Mittelstürmer und Stürmer spielen können. Das ist natürlich immer für die Drafts ein bisschen schwierig dann umzusetzen. Schade, leider keine Icon. Euer Sabal, Eriksen, Zigankov. Was macht eigentlich unser Kudos mit 84 da die ganze Zeit im rechten Mittelfeld? Der fällt die ganze Zeit gar nicht auf, weil er eine Special-Karte ist, dass er so ein Low-Rating hat. Meine Güte, fällt mir jetzt erst auf. Das ist eine Katastrophe, dass wir den die ganze Zeit drin haben. Ist mir jetzt erst aufgefallen, die kann ich auch mal raus. Dann kommen wir trotzdem nicht auf eine 91er-Wertung. Aber gut, kommen eine Icon noch oder so. Würde ich nehmen, na, Bellingham. Natürlich nicht als Team of the Year, schade, 89er. Das Ding ist, es wird jetzt eh kein Team of the Year Bellingham mehr kommen. Das heißt, wir können die Champions League Card von Bellingham mitnehmen. Würde natürlich hier erstmal chemietechnisch ein bisschen was bringen, aber naja, so bringt uns erstmal nichts. Okay, kommt irgendwie noch ein Defensive-Icon. Würde noch ein bisschen Chemie bringen. Lamptey kann natürlich nicht, oder Lamptey, keine Ahnung, wie ausgesprochen wird, Innenverteidiger spielen, leider. Leider nein. Okay, nehmen wir trotzdem mit. Chemie ist mir egal. Wird hier nichts mehr, glaube ich. Voll Chemie werden wir nicht mehr bekommen. Können gleich nochmal Tomori und Pop wieder reinstellen. Keine Ahnung, ob das mega viel bringt. Ach man, die letzte Position sind immer so broke, Mann. De Marcos. Letzter Spieler, komm. Icon im Tor. Wäre nochmal nice. Fast. Fast eine Icon im Tor. Radetzky. Läuft bei uns. Okay, pass auf, wir stellen mal ganz kurz wieder hier Pope und Tomori rein, aber ich glaube, dann kommen wir auch, ja, 29 Chemie. Ja gut, wenn wir jetzt Wolf noch auspacken würden. Ah, warte mal, wir können sie dann, kann auch ZOM spielen, ne, genau, okay. Dann den hier hin. Pass auf, jetzt machen wir es hier noch. Zack, zack, den hier hin. Gut, dann müsste hier Barella rein. Ja, wären wir auch nur auf 31. Ah, mehr ist, oh, ah, Digga. Okay, wir würden auf volle Chemie kommen, aber das ist mir dann auch nicht wert. Dann machen wir es lieber so. Okay, das Team, ja, einigermaßen gut noch geworden, hat relativ schwach angefangen, wurde dann am Ende noch relativ gut. Das war es dann von in diesem Draft, Leute. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like, lasst gerne ein Abo da. Falls ihr nicht abonniert habt, gerne kostenlos abonnieren, die Glocke aktivieren, täglich einschalten, um nichts mehr zu verpassen. Jeden Tag 13 Uhr und 19 Uhr neue Videos. Ich würde mich freuen, wenn ihr dabei seid. Zinedine Zidane. Ja, mit dem Kollegen kann man auf jeden Fall schon mal arbeiten. Das ist schon mal sehr, sehr nice. Aber, naja, das restliche Team war auch okay, würde ich sagen, Leute. Ja, war jetzt auch okay. War jetzt nichts mega Besonderes, aber war schon mal gut. Wir nehmen nur mal hier ganz kurz Marcos Silva mit. Da würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Video wieder, Leute. Ich hoffe doch, ihr schaltet ein. Ich hoffe doch, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. 96er Zidane sieht schon nice aus. Kann man nichts gegen sagen. 120er Gesamtdraft. Ja, wäre mehr möglich gewesen, aber gut, was soll's, Leute, ihr wisst es doch, wir gehen auf Icons, wie viele Icons haben wir? 5, naja, geht auch schon mal besser, ne? Aber gut, macht's gut, bis zum nächsten Mal, Leute, haut rein, danke fürs Einschalten und ciao!